Hallo ihr Lieben, es gibt mal wieder ein Food Diary und ich starte heute in den Tag mit einem Apfel mit Erdbeere, einem frisch gepressten Orangensaft und einer Vollkornsemmel mit etwas Frischkäse und einer Putenbrustwurst. Genau. Zu Mittag sind wir jetzt im McDonald's und da habe ich den Cranberry Chicken Burger, Röstisticks mit dem Dip und eine Sprite. Genau. Zum Abendessen gibt es jetzt Reste von gestern. Ich weiß, es schaut nicht so lecker aus, aber es ist einfach nur ein Salat mit Paprika, Mais, Feta und jetzt habe ich noch Coutons drüber gestreut und das war halt ein Balsamico-Dressing und durch den Salat ist halt auch irgendwie so viel Wasser jetzt über Nacht angesammelt, deswegen ist das so mega flüssig, aber es ist ein ganz normaler Salat, der halt einfach schon eine Nacht im Kühlschrank stand. Genau. Sieht nicht gut aus, aber schmeckt gut. Als kleinen Abendsnack gibt es jetzt noch einen, das ist ein Ananas-Kokos-Joghurt und dazu habe ich ein bisschen gepufften Quinoa oben drauf gemacht. Mein Frühstück heute besteht wieder aus einem Aktimel mit Erdbeere und einer Laugensemmel mit etwas Frischkäse und Putenbrustwurst. Nun gibt es ein Ferrero Küsschen. Warum wird jetzt das scharf? Gut. So, heute Mittag gibt es Resteessen. Gestern Abend hatte ich ja noch einen restlichen Salat von Sonntag und heute esse ich noch den restlichen Wikingertopf von Sonntag. Das ist einfach mit Hackfleisch, Möhren, Mais und halt so einer Sahnesoße. Das ist halt mit Creme fin gemacht und ein paar Nudeln. Genau, und das gibt's jetzt dann. Ich hatte noch was übrig, aber gestern Abend hatte ich nicht mehr so großen Hunger und genau, habe ich gedacht, komm, heute geht auch noch. Das ist nun mein unspektakuläres Abendessen. Ich habe mir einfach zwei Eier, also zum Rührei gemacht mit ein bisschen Gewürzen. Und genau, aber es musste schnell gehen, weil ich muss gleich ins Zumba und deswegen gibt's das. Nach dem Zumba habe ich jetzt noch ein bisschen Hunger und deswegen esse ich jetzt noch diesen Mokka-Joghurt. Ich liebe den, das ist einer meiner liebsten Joghurts, der ist so lecker. Mein Frühstück heute ist wieder ein Aktimel mit Erdbeere und eine Portion Silly Minis. I love Silly Minis. Wer liebt sie auch? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Silly Minis forever. Nun gibt es ein Ferrero-Küsschen. Es ist Abendessenszeit und dazu trinke ich jetzt einen großen Bauer Joghurt Himbeer Vanille und esse eine Portion Hühnchen süß-sauer mit Reis. Das ist ganz normal süß-sauer mit Paprika und ja, Paprika, Karotten und so und auch ein bisschen Knoblauch und wie halt süß-sauer eben ist. Heute gibt es zum Frühstück wieder ein Aktimel mit Erdbeere und dazu zwei Scheiben Chia Toast. Die sind vom Rewe. Und da habe ich ein bisschen Frischkäse drauf und Putenbrustwurst. Ja, zwei Scheiben dazu. Ja, diese Woche gab es viel Resteessen. So gibt es jetzt zum Mittag wieder Resteessen. Und zwar das restliche Hähnchen süß-sauer mit Reis von gestern Abend. Da ist noch ganz schön viel Hähnchen übrig und deswegen esse ich das jetzt. So lecker! Ein Teil meines Abendsessens sind nun die zwei Scheiben Chia Toast mit veganem Brotaufstrich Paprika Cashew. Das ist der aus meiner veganen Leben Probierbox. Und der war leider offen, deswegen esse ich ihn direkt, damit der nicht schlecht wird. Genau. Und da ist er, mein zweiter Teil des Abendsessens. Habe ich einen Becher, ein Dings Himbeeren, eine Schale Himbeeren, ein Becher. Eine Schale Himbeeren und esse dazu noch einen Smarties Vanillejoghurt. Zwei Eier, also zum Rührei gemacht mit ein bisschen Gewürzen. Und genau, aber es musste schnell gehen, weil ich muss gleich ins Zumba und deswegen gibt's das. Nach dem Zumba habe ich jetzt noch ein bisschen Hunger und deswegen esse ich jetzt noch diesen Mokka-Joghurt. Ich liebe den, das ist einer meiner liebsten Joghurts, der ist so lecker. Mein Frühstück heute ist wieder ein Aktimel mit Erdbeere und eine Portion Silly Minis. I love Silly Minis. Wer liebt sie auch? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Silly Minis forever. Nun gibt es ein. Hallo ihr Lieben, es gibt mal wieder ein Food Diary und ich starte heute in den Tag mit einem Aktimel mit Erdbeere, einem frisch gepressten Orangensaft und einer Vollkornsemmel mit etwas Frischkäse und einer Putenbrustwurst. Genau. Zu Mittag sind wir jetzt im McDonald's und da habe ich den Cranberry Chicken Burger, Röstisticks mit dem Dip und eine Sprite. Genau. Zum Abendessen gibt es jetzt Reste von gestern. Ich weiß, es schaut nicht so lecker aus, aber
Es ist einfach nur ein Salat mit Paprika, Mais, Feta und jetzt habe ich noch Croutons drüber gestreut. Und es war halt ein Balsamico-Dressing und durch den Salat ist halt auch irgendwie so viel Wasser jetzt über Nacht angesammelt. Deswegen ist das so mega flüssig, aber es ist ein ganz normaler Salat, der halt einfach schon eine Nacht im Kühlschrank stand. Genau. Sieht nicht gut aus, aber schmeckt gut. Als kleinen Abendsnack gibt es jetzt noch einen, das ist ein Ananas-Kokos-Joghurt. Und dazu habe ich ein bisschen gepufften Quinoa oben drauf gemacht. Mein Frühstück heute besteht wieder aus einem Aktimel mit Erdbeere und einer Laugensemmel mit etwas Frischkäse und Putenbrust. Ferrero-Küsschen. Es ist Abendessenszeit und dazu trinke ich jetzt einen großen Bauer-Joghurt-Trink Himbeer-Vanille und esse eine Portion Hühnchen süß-sauer mit Reis. Das ist ganz normal süß-sauer mit Paprika und ja, Paprika, Karotten und so und auch ein bisschen Knoblauch und wie halt süß-sauer eben ist. Heute gibt es zum Frühstück wieder ein Aktimel mit Erdbeere und dazu zwei Scheiben Wurstwurst. Nun gibt es ein Ferrero-Küsschen. Warum wird jetzt das scharf gut? So, heute Mittag gibt es Resteessen. Gestern Abend hatte ich ja noch einen restlichen Salat von Sonntag und heute esse ich noch den restlichen Wikingertopf von Sonntag. Das ist einfach mit Hackfleisch, Möhren, Mais und halt so einer Sahnesoße. Das ist halt mit Creme Fine gemacht und ein paar Nudeln. Genau, und das gibt's jetzt dann. Ich hatte noch was übrig, aber gestern Abend hatte ich nicht mehr so großen Hunger und genau, habe ich gedacht, komm, heute geht auch noch. Das ist nun mein unspektakuläres Abendessen. Ich habe mir einfach.